Vogelstimmen lernen Schritt für Schritt. Heute möchten wir uns einmal dem Trauerschnäpper und seinem Gesang genauer widmen. Starten wir damit und hören uns den Gesang einfach einmal ganz genau an. Wir haben etwas Glück, denn der Trauerschnäpper singt relativ viel und relativ laut. Sein Gesang besteht aus einer klaren, rhythmischen, etwa 2 Sekunden langen Strophe mit einigen Wiederholungen. Insgesamt ist es relativ variabel. Häufig besteht der Gesang aber aus einer Abfolge von einem hohen, einem tiefen, einem hohen und wieder einem tiefen Ton und so weiter und so fort. Also die Tonsprünge sind teilweise relativ hoch. Der Rhythmus und damit auch die Pausen zwischen den einzelnen Tönen sind relativ variabel. Man muss sich so ein bisschen reinhören in den Gesang, ein paar Mal einen Trauerschnäpper gehört haben. Wir hören uns jetzt auch verschiedene Varianten des Gesangs an, um mit der Struktur insgesamt vertraut zu werden. Und dann klappt es auch mit der Bestimmung beim Gesang des Trauerschnäppers. Kommen wir zur Eselsbrücke und die kurzen Pausen zwischen diesen einzelnen Tönen erinnern mich so ein bisschen an ein Hüpfen von einem Bein aufs andere und dann wieder aufs eine. Chip, chip, chippe, chippe, chippe. Also ja, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ich gebe es zu. Vielleicht hast du ja eine bessere Eselsbrücke, dann ab damit in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir noch zu den Verwechslungsarten und da hat der Trauerschnäpper mit seinem kleinen Bruder sozusagen, dem Zwergschnäpper, eine Verwechslungsart. Diese Art ist allerdings eher selten und vor allem eher in Osteuropa vorkommend. Wir haben aber in den östlichen Bereichen Deutschlands auch einige Trauerschnäpper, deshalb hören wir uns auch diesen Gesang einmal genauer an. Zwergschnäpper singen gerade zu Beginn und in dem Mittelteil eine sehr ähnliche Strophe wie die des Trauerschnäppers. Dann, gegen Ende, gibt es aber häufig etwas langsamere Töne und insgesamt so ein bisschen so eine abfallende Strophe. Also Start und vor allem der Mittelteil sehr, sehr ähnlich. Hinten raus ist es beim Zwergschnäpper aber langsam und etwas abfallend. Zurück zum Trauerschnäpper. Schauen wir uns dort noch den Lebensraum und die Jahreszeit an. Wann und wo kann man den Trauerschnäpper überhaupt beobachten? Trauerschnäpper sind Langstreckenzieher und kommen bei uns Mitte April, Anfang Mai irgendwie so in dem Zeitraum an, fangen dann auch an zu singen und sind dann bis August, September bei uns. Die Hauptgesangszeit ist dann auf dem Zug und wenn die Reviere frisch besetzt werden, also vor allem im Frühling bis in den frühen Sommer hinein. Vom Lebensraum findet man Trauerschnäpper vor allem dort, wo es ausreichend Höhlen gibt. Trauerschnäpper sind Höhlenbrüter und haben ein großes Problem damit, dass viele andere Höhlenbrüter diese Höhlen schon besetzt haben, wenn sie zurückkommen. Sie profitieren also wirklich extrem von Nistkästen. Vom Lebensraum selbst, vor allem lichte Wälder, vor allem Laubwälder, teilweise auch ein bisschen Mischwälder und dazu dann noch Parks, Gärten, teilweise Friedhöfe, also so eine lichte, offene Struktur mit einigen Bäumen und vor allem den zugehörigen Höhlen. Ich hoffe, damit kriegst du den Gesang des Trauerschnäppers jetzt hin. Am besten gehst du jetzt direkt raus und übst, suchst dir einen Trauerschnäpper, prägst dir diesen Gesang genauer ein. Und dann wird das auch in Zukunft sehr gut klappen. Falls du erstmal drin bleiben möchtest, hier unten ist die Playlist mit allen Vogelstimmen-Videos. Da oben ein weiteres Video. Schau dir doch das einfach gerne mal an. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.